mein nächster Gast, unser nächster Gast heute Abend, ist eine Frau. Und ich spüre förmlich, wie die Zyniker unter Ihnen sagen, ja, ist doch klar, die müssen doch bei der Gala auch noch eine Frau auftreten lassen. Und das ist völliger Schwachsinn, weil sie gehört zum absolut Besten, was die deutsche Kabarettszene, die Bühnenkunst zu bieten hat. Dabei ist sie noch so unglaublich jung. Die ist so jung. Die ist... Ich habe nie, dass ich den Satz mal sage, ich könnte ihr Vater sein. Wirklich. Ich bin's nicht, ich hab's testen. Aber wie auch immer, es ist, nein, wirklich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie kommt aus dem Poetry Slam. Das ist also, wo junge Menschen verbalen Output haben, gehen sie zum Poetry Slam, leben sich da aus. Da ist sie groß geworden und die Presse ist voll des Lobes. Der Tagesanzeiger nennt sie souverän abgelöscht. Die meinen das wohl nicht. Ja, so ist das, wenn Feuilletonisten Komplimente machen. Also ist wirklich, ja. Die Süddeutsche schwärmt von ihrem scharfen Blick und ihrem Gefühl für Sprache. Also was rede ich? Die kann das viel besser. Hier ist sie für Sie, Hazel Brugger. Ja, danke schön. Ich hoffe, meine Mutter schaut nicht zu. Er könnte natürlich niemals mein Vater sein. Sie steht überhaupt nicht auf so gegelte Leute. Aber ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ah, Entschuldigung, falsch betont. Eigentlich wollte ich sagen, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Also grundsätzlich auf der Welt. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen, dass ich einmal das Spermium war, das am schnellsten so gemacht hat. Ich finde mich jetzt nicht besonders zeugungswürdig. Ich frage mich oft im Alltag, wie wären die anderen Versionen von mir drauf? Weil ich bin permanent überfordert. Ich versuche mich auch immer selber zu beeindrucken. Also ich rede mir immer ein, dass ich eine vernünftige Person bin. Aber dann trotzdem jedes Mal, bevor ich auf Toilette gehe, trinke ich noch einen Schluck Wasser, damit es sich lohnt. Ich bin auch 365 Tage im Jahr gestresst wegen der Steuererklärung. Nicht, weil ich jeden Tag Steuererklärung ausfüllen müsste, so viel verdiene ich nicht. Offensichtlich habe ich überhaupt keine Ahnung von Geld, wenn ich als Schweizerin in Deutschland arbeite. Aber andere arbeiten gar nicht oder wurden nicht gezeugt. Aber einfach die Tatsache, dass es das gibt, das stresst mich einfach. Dass es sowas wie Steuererklärung gibt. Wieso kann das nicht so sein wie im Mittelalter, dass einfach alle drei Monate irgendein kleinwüchsiger Lord auf seinem Pferd vorbeireitet, mir ins Knie schießt und sagt, gib mir einen Sack Mehl, du dumme Bitch. Das würde ich machen, aber so wie das jetzt ist, habe ich überhaupt keine Ahnung, was funktioniert und was nicht. Und eigentlich beruhigt mich das so ein bisschen, dass es so einen Mechanismus gibt, der schon mal die ganz kompletten Vollidioten aussortiert, bevor es so weit kommt. Weil ich kenne sehr viele Arschlöcher. Aber ich finde es eigentlich ein Kompliment an die Welt, dass jedes Arschloch, das man kennenlernt, ist das beste Arschloch, das aus dieser Zeugung entstehen konnte. Ich versuche das positiv zu nutzen, diese Information, dass es mich gibt und bin stolz darauf, dass ich lebe. Aber eigentlich ist es auch eine Belastung. Also ich muss ja jetzt nicht nur mein eigenes Leben leben, sondern auch das von den 4,5 Millionen Hazels, die es zu gar nichts gebracht haben. Das lastet jetzt all deren unerfüllte Träume, die ja nie erfüllt werden, weil sie es nicht geschafft haben. Das sind nicht mal Geschwister. Also die können nicht mal mehr Geschwister werden. Gut, nach mir kamen zum Glück eh keine Geschwister mehr, Igitt. Dann, das ist ja immer so der natürliche Instinkt des Kindes, dass er den Eltern den Sexualakt verunmöglicht, weil man nicht will, dass noch einer in den Geburtstagskuchen pupst. Aber es belastet mich auch so ein bisschen. Und ich glaube, das ist das Problem von allen Leuten, dass man immer dieses Problem hat, warum wurde ich gezeugt, mache ich wirklich alles, was ich in meinem Leben erreichen kann, weil wenn man gezeugt wird, eigentlich muss man nichts mehr machen. Eigentlich kann man jetzt chillen, ich könnte jetzt 60 Jahre chillen, gar nichts machen, Fernsehen schauen, langsam rausnippeln aus dem Leben. Ich würde gar niemanden stören. Aber ich schulde denen das, weil wenn man gezeugt wird und dann gar nichts aus dem Leben macht, ist das ein bisschen wie wenn man Abitur hat und dann Tanztherapie studiert.
Da muss man eigentlich gar nicht erst anfangen mit in die Schule gehen. Da kann man einfach im Wald aufwachsen und ein bisschen rumspringen. Und ich glaube, der Grund, warum ich überhaupt gezeugt wurde, ist, ich war schon immer ein Comedy-Spermium. Sieht man mir vielleicht an. Aber ein Comedy-Spermium, das sind ganz, ganz schwierige Spermien. Die sind so, wenn andere Spermien dabei sind, sind sie extrem aufgeschlossen und wollen dann, dass alle einen gut finden, dass sie mit dem Geräusch des Lachens und des Applaus für die innere Leere kompensieren, die durch fehlende Liebe im Mutterleib entstanden ist. Und wenn sie dann alleine sind, denken sich die Comedy-Spermien so, oh, ist das alles scheiße. Und das größte Problem, wenn man ein Comedy-Spermium ist, ist, das Publikum ist immer schlecht. Die haben keine Arme, Spermien, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber die können nicht klatschen, das ist grauenhaft. Ab und zu fliegt mal, so fliegen zwei ineinander, dann macht's, gibt's vielleicht Zwillinge, aber mehr entsteht da nicht an Geräuschen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Spermium von Namen gesehen haben. Aua, nein, nicht so. Aber wenn Sie schon mal die Abstraktion von einem Spermium gesehen haben, dann wissen Sie, ein Spermium sieht eigentlich ziemlich genau so aus wie der Kopf. Ich möchte niemanden stigmatisieren, aber die sehen alle genauso aus. Der Kopf von einem 45-jährigen Single-Mann in der IT-Branche. Wenn man so oben keine Haare hat und hinten dann mit einem kleinen Pferdeschwänzchen kompensiert. Weil Frauen ja immer einfach einen Durchschnittswert an Haaren wahrnehmen. Und wenn man dann oben keine hat und hinten viele, dann nimmt sie einfach einen Median von 3 Zentimetern überall wahr. Und wenn ich heute so in einer Bar einen IT-Spezialisten sehe, der mich anschaut und so macht, dann sage ich immer, ach komm mit, ich zeig dir, wie man richtig klatscht. Dankeschön, schönen Abend. Gerne mit einem Messi zusammen oder mit einem Museumsbesitzer. Das ist ja eigentlich was sehr Ähnliches. Also ein Museumsbesitzer ist nichts anderes als ein wahnsinnig gut betuchter Messi. Also Messi ist jemand mit einer psychischen Störung, der irgendwie 2,5 Tonnen alte Plastiktüten zu Hause hat, weil man könnte es ja irgendwann noch mal brauchen, vielleicht um Plastiktüten zu transportieren. Und der Museumsbesitzer, der hat so viel Geld, also der hat keine Plastiktüten, sondern vielleicht alte Gemälde oder alte kaputte Skulpturen. Und der kauft sich dann einfach ein Haus mit riesigen weißen Wänden, stellt die Sachen dorthin, dann kann man Eintritt zahlen und sich das angucken. Und dann ist es keine psychische Störung mehr, sondern Hochkultur, wenn man Eintritt zahlen kann. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man sich vorstellt, stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit einem Messi zusammen, er würde sich nie von Ihnen trennen. Und wenn man dann zusammenbleibt, dann kann man eine Familie gründen, dann kann man ein paar Kinder zeugen und dann hat man die Chance des Lebens, dann kann man sich so einen Sticker aufs Auto kleben, wo steht Colin on board, damit alle, die hinter einem fahren, wissen, dass man ungeschützten Verkehr hatte. Und ich denke mir immer, ob die Leute wirklich meinen, dass man dann langsamer fährt, weil ich bremse sicher nicht mehr, wenn ich so einen Sticker sehe. Ich werde erstens total aggressiv, wenn ich das lese und zweitens weiß ich jetzt ja, dass ich vorne bei einem Aufprall durch Collins weichen Kinderkörper gefedert würde. Aber ich glaube eh nicht, dass ich einen kennenlernen würde, der dann auch bereit wäre, seinen Konfetti über mir auszuschütten, weil ich sehr, sehr schlecht bin in sozialen Situationen. Also ich kann so soziale Merkmale immer nicht so gut erkennen. Zum Beispiel lese ich auch immer so Regeln, wie die Leute einen netter finden.
Und das hat mich sehr, sehr lange gestört, dass ich so in sozialen Situationen immer das Falsche sage, dass ich immer viel zu sehr darüber nachdenke, was jetzt eigentlich auf einer Metaebene passiert. Aber mir ist dann klar geworden, dass man das auch einfach sehr positiv nutzen kann. Ich habe jetzt eine Methode entwickelt, das ist die verbale Verhütung. Das funktioniert immer, das können Sie probieren, wenn Sie schon Sex haben und dann trotzdem noch verhüten wollen. Wenn Sie es merken, so mein Gott, mit dir mache ich sicher kein Kind. Dann gucken Sie dem Partner oder der Partnerin oder wenn Sie ganz krass drauf sind, hier ist ja Berlin, den Partnern ganz tief in die Augen, wenn es die Position erlaubt, ganz tief in die Augen, gucken Sie romantisch und sagen Sie was, was absolut akkurat, aber ein bisschen zu analytisch ist. Zum Beispiel sowas wie... war so ein bisschen Schweigen, der Lämmer-Style. Schatz, ist es nicht Wahnsinn, dass du gerade gemäß den Gesetzen der Genbiologie zu 50% Sex hast mit meinem Vater? Naja, aber jetzt muss ich mal wieder los. Ich kann ja hier keinen Messi finden. Ich gehe mal wieder ins Museum. Ich glaube, mein Wasser fängt schon langsam an zu stinken. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Sie haben es gehört. Ich heiße Hazel Brugger. Brugger, ganz normaler Schweizer Name. So heißt jeder Zweite. Also vier Leute in der Schweiz heißen so. Und Hazel ist Pech. Also meine Eltern wollten uns ursprünglich der Einfachheit einfach so nennen, wie der Ort, wo wir gezeugt wurden. Ich wäre dann das Wohnzimmerteppichkind gewesen. Mein Bruder Ibiza. Leider nicht nach der Insel, sondern nach dem Seat Ibiza. Und jetzt heiße ich halt Hazel und ich kann aus Erfahrung sagen, wer sein Kind Hazel nennt, der vergisst es auch an der Autobahnraststätte oder im Bällchenbad bei Ikea und dann viel Glück bei der Lautsprecherdurchsage, wenn alle, die einkaufen, sich fragen, warum denn der Esel jetzt gerne im Kinderparadies abgeholt werden möchte. Aber ich hatte nicht nur eine schlechte Kindheit, Sie haben das wahrscheinlich gesehen, als ich reingekommen bin, ist das das Erste gewesen, was Ihnen aufgefallen ist. Ich bin wahnsinnig symmetrisch, also fast krankhaft eine symmetrische Person. Ich stehe immer extra so ein bisschen schräg hier, damit ich Sie nicht mit meiner Perfektion in Verlegenheit bringe. Ich habe mir nur für diesen Auftritt mein Bindegewebe ein bisschen schwächen lassen. Die Männer fragen sich jetzt so, Binde was? Mach doch einen Tampon rein, Zuckerpuppe. Aber ich bin sehr symmetrisch. Ich kann da nicht viel für. Ich war ein Kaiserschnittbaby. Sehr froh. Wahnsinnig angenehmes Coming-out aus meiner Mutter heraus. Sie hat einfach geöffnet. Ich bin rausgekommen mit Kastagnetten, gesagt, hallo, hier bin ich. Also ich bin spanisch aufgewachsen. Und das ist wirklich toll gewesen. Ich habe nichts gegen normal geborene Leute. Die können sich ja auch was. Die sehen halt die ersten 6 Jahre so ein bisschen scheiße aus, so ein bisschen angedötscht. Man weiß dann immer nicht, darf ich lachen oder ist das Kunst? Also so wie so ein Picasso-Gemälde, 2 Augen auf der einen Seite und der Rest vom Gesicht auf der anderen, hinten noch so ein glorreiches blaues Pferd, das vorbeireitet. Und ich weiß nicht, also mich stört das immer, wenn Leute anderen Frauen sagen, wie sie zu gebären haben. Das geht niemandem was an. Es geht genau diese Frau etwas an. Das Kind, das geboren wird, das kann noch nichts sagen. Deswegen ist es eigentlich scheißegal, was das denkt. Und vielleicht noch den Arzt, der gerade Dienst hat, wenn er nicht mega besoffen ist. Aber das Schwierige ist, dass niemand sich vorstellen kann, wie es sich anfühlt zu gebären. Ich habe auch noch kein, vielleicht sehen Sie das, ich habe noch kein Kind gekriegt, weil ich mein Leben ziemlich geil finde. Aber ich stelle mir das so vor, wenn man gebärt, man wartet so zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa und dann kommt einer vorbei und schmeißt einem so einen fetten, rasierten Bernardiner-Rüden auf den Teppich. Und dann sagt er, so Frau Brugger, also so sagt er nur, wenn Sie auch Frau Brugger heißen, das wäre sonst ein bisschen komisch, aber er sagt dann, so Frau Brugger, Sie müssen diesen Hund jetzt nach draußen befördern. Dann würde jeder normale Mensch einfach die Haustüre öffnen, sagen, du gehst jetzt nach draußen und niemand
würde 33 Stunden lang unter Schreien und Schwitzen und Stöhnen und Verlust jeglicher sexueller Rest würde dem Partner gegenüber versuchen, diesen Hund durchs Katzentürchen zu pressen. Tut mir sehr leid, falls Schwangere hier sind, also grundsätzlich, aber jetzt gerade im Speziellen. Ich bin froh, dass ich jetzt so ein bisschen üben kann. Ich habe ein Patenkind gekriegt. Sie fragen sich wahrscheinlich, was sind das für Leute, die dieser Frau ein Patenkind geben? Die haben einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis. Und das macht sehr viel Spaß mit so einem Baby. Also am Anfang, man weiß immer nicht, was ist das genau. Die erste Woche ist sehr erschöpft, aber es sieht lustig aus. Falls Sie das noch nie gesehen haben, ein Baby sieht ungefähr so aus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind zum Zuschauen. Ich würde das ja auch machen, wenn gar niemand kommen würde und gar niemand zuschaut. Dann ist es halt eine psychische Störung. Und und so ist es immerhin noch Kleinkunst. Also vielen Dank, dass Sie das ganze Spielchen mitmachen. Leute fragen mich manchmal, ja, wie ist denn das, wenn man so ein bisschen Erfolg hat, wenn die Leute einen erkennen, was verändert sich denn da im Leben? Und ich kann sagen, es verändert sich überhaupt nichts. Also mein Leben ist genau gleich wie vorher, total langweilig. Außer, dass ich jetzt neuerdings seit ein paar Monaten jeden Tag 20 Minuten lang öffentliche Toiletten putze, die ich aber nicht selber dreckig gemacht habe. Also einfach, ich benutze in meinem Alltag sehr oft öffentliche Toiletten. Ich denke mir dann so, ah cool, kostet 1 Euro, sieht wohl schön aus da drin. Und dann gehe ich da rein und meistens sind die schon dreckig. Einfach weil Leute Bastarde sind und dann schaut man da so rein und findet irgendeine, im besten Fall ist es so wie eine interessante Höhlenmalerei vor. Und dann muss ich das putzen, weil ich kann ja dann nicht das Klo verlassen und dann kommt mir vielleicht eine Person entgegen, die mich schon im Fernsehen gesehen hat, die dann nicht differenzieren kann, ob ich das war. Also ich kann ja nicht von jedem dahergelaufenen Passanten erwarten, dass er so ein Kohlenstoffatomzerfallstestkit dabei hat und dann da so rummisst und sagt, ah, ist mindestens schon 32 Minuten alt, die Frau Brugger kann es nicht gewesen sein, sondern die schauen sich das dann an, schauen mich an und denken sich, aha, kaum hat die Frau Brugger ein bisschen Erfolg, scheißt sie uns auch schon in unsere öffentlichen Klos zusammen. Und deswegen verbringe ich jetzt jeden Tag mit 20 Minuten so bis zu den Ellbogen in irgendwelchen völlig fremden Schüsseln, so von fremden verursachten Fäkalspuren kratze ich so rum. Und das im Kern ist für mich Erfolg. Deswegen vielen lieben Dank für diesen Preis. Das werden noch sehr spannende Monate für mich. Jetzt, wir haben ja geklärt, warum ich hier bin. Ich kriege einen Förderpreis von der Stadt Mainz. Sie finden mich irgendwie cool. Ich fand mich natürlich schon nett, bevor ich cool war. Aber es ist schön, dass die Stadt Mainz jetzt auch aufspringt. Das haben wir geklärt. Also ich habe das geklärt. Ich sage manchmal, wir, Sie müssen sich nicht irritiert fühlen, ist so ein rhetorisches Mittel, dass man sagt, wir haben irgendwas gemacht. Das ist schon klar, ich arbeite, Sie chillen, ist okay. Aber das ist dieses inkludierende Plural, das hören die Leute sehr gerne, dann fühlen sie sich involviert. Es kommen auch sehr viele Lehrer an Kleinkunstveranstaltungen und die mögen das. Die mögen das, wenn man dann so sagt, ja, wir malen nachher noch ein Mandala. Ich hab nichts gegen Lehrer, also an dieser Stelle möchte ich das mal erwähnt haben. Ein paar von meinen besten Freunden sind selber keine Lehrer. Ich mag das sogar, wenn dann so ein Lehrer zu mir kommt und sagt, ja, also ich weiß ja genau, wie das ist, wenn man sich so vor Leute stellt und die hören einem zu. Geh weg, du stinkst. Nein, nee, ich sag nicht, dass Lehrer stinken, aber ich sage, dass Leute, die stinken, grundsätzlich manchmal gerne Lehrer werden. Und was ich meine, ist, wir haben ja jetzt geklärt, warum ich hier bin, aber warum wir hier sind, ist unklar. Also was machen Sie hier? Wieso
sitzen sie alle schauen in eine Richtung, ich schaue in die andere. Wer von uns schaut in die falsche Richtung? Rein quantitativ haben natürlich Sie recht, aber andererseits kriege ich Geld. Wieso tut man sich das überhaupt an? Hier alle in einem komischen Kellergewölbe mit Glühbirnen an der Decke. Ich sitze an einem Tisch, also ist wirklich ein Tisch, nicht, dass Sie sich jetzt fragen, was macht diese würfelförmige Dame in dieser Burka da auf der Bühne? Es ist einfach ein Tisch. Wieso tue ich mir das an? 10 Minuten vor 250 Fremden, das ist wie 5 Minuten vor 500 Fremden tatsächlich, wenn man es umrechnet. Das ist so 14 Sekunden Opel-Arena, also eine krasse Menschenmenge, die mich potenziell die ganze Zeit lang hassen könnte. Wieso tue ich mir das an? Erstens natürlich Narzissmus, ziemlich evident, dank der Scheinwerfer. Aber wieso machen Leute überhaupt Kultur? Also das braucht es ja nicht. Es bricht kein Krieg aus und dann sagt der Präsident, jetzt ein Poetry Slam, sondern Kultur und Kulturveranstaltungen gibt es nur, um zu zeigen, dass die Gesellschaft all das, was sie braucht, schon hat. Deswegen kann man jetzt kollektiv anfangen, unnötigen Scheiß zu machen. Und das ist es dann eigentlich im Prinzip. Das macht man dann eine Weile lang, dann gibt es wieder Krieg und dann sagen die Leute so, eigentlich war es mit den Poetry Slams ganz nett. Und dann kommt es wieder zurück. Und wieso tue ich mir das an? Eben Narzissmus. Und andererseits glaube ich auch, dass Leute, die sich auf Bühnen stellen, und da gehöre ich in diesem Fall wirklich dazu, ich habe tiefe, tiefe Angst in mir, dass ich irgendwann tot bin und dann war es das. Und niemand erinnert sich an mich. Und vielleicht ist ja Todsein viel schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Dann ist man tot und dann wache ich auf und stehe in einer Turnhalle und dann kommt ein dicker, dicker Mann in einer Fahrradhose auf mich zu und sagt, hallo, ich bin der Ralf und das ist der Himmel. Das kann sein, dass... Kann sein, wir können das nicht nachweisen und dann würde ich mir ja in den Arsch beißen, dass ich nicht auf der Erde alles getan habe, damit irgendwas von mir übrig bleibt. Und deswegen ist das Auftreten so mein sehr kläglicher Versuch, dass irgendwas von mir übrig bleibt. Was ich jetzt ganz schlimm fände, ist, wenn Sie hier wären und so damit beschäftigt wären, hier zu sein, dass Sie dann gar nicht wissen am Ende, wie Sie es finden sollen, was ich mache. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt gerne sagen, wie Sie es finden sollen. Ich habe eine kleine Kritik von meinem Schaffen dabei. Ich muss zugeben, ich habe das selber geschrieben, aber ich dachte einfach, wer ist näher dran als ich? Ist auf Schriftdeutsch verfasst, also in der Schweiz nennt man das Schriftdeutsch, hier nennt man das einfach Deutsch, aber in der Schweiz nennt man das so, weil wir wollen dann zeigen, so hey, ich kann auch schreiben. Wenn Sie sich fragen, was für ein Akzent es ist Areal. Gestern bei der Probe habe ich Windings gelesen. Das hat niemand verstanden. Dreieck, Blumenkohl, Katze auf einem Fahrrad. Und was oftmals kritisiert wird an meinen Auftritten, ist, dass die Leute kommen dann zu mir und sagen dann, ja, es war interessant, aber es ist sehr schwer, ihren Auftritten intellektuellen Gehalt abzugewinnen, wenn sie sich die ganze Zeit so einer Gossensprache bedienen. Also wenn sie die ganze Zeit so Wörter benutzen wie krass, mega, geil, scheiße, swag. Das habe ich jetzt noch nie benutzt, aber vielleicht kommt es ja nachher. Wenn sie sich die ganze Zeit so einer Gossensprache bedienen, ist es wahnsinnig schwer, diesem Abend intellektuellen Gehalt abzugewinnen. Und ich verstehe das, dass die Leute das sagen. Ich würde das auch sagen, wenn ich dumm wäre. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass ich ja gerade versuche, mich mit einem urbanen Sprachbild als Person zu tarnen, die potenziell cool ist. Also, dass die Leute nicht merken, dass ich eigentlich eine komplett neurotische Nudel bin, die jeden Moment weinend zusammenbrechen könnte. Swag. Und deswegen... Deswegen fange ich jetzt mal an und dann höre ich wieder auf. So funktioniert das Leben. Mit einem Augenzwinkern massiert Haselbrugger bereits in ihrem frühen Schaffen das Publikum mit ihrem Knowledge und epiliert die sozialen Verhältnisse östlich und westlich des mittleren Schwarzwaldes. Doch Brugger weiß auch unter der Gürtellinie zu begeistern. Entschuldigung, das steht da.
vor heute, nein, das steht da nicht. Ich meine vor heute setzte sie in der patriarchalisch geprägten Hobby-Poesie-Szene Maßstäbe eines neuen femininen Selbstbewusstseins, okay, gay, nicht auf den Mund gefallen, nimmt sie kein Blatt vor den Mund und kredenzt dem gefesselten Zuhörer, der sitzt übrigens ganz dort hinten, eine heitere Soiree zwischen jugendlichem Leichtsinn und kluger Polemik. Okay, habe ich jetzt nicht so viel verstanden, kommen wir zum Schluss. Der aufmerksame zuschauen.